Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir sind dann doch nach langer Sucherei draußen noch hier reingekommen, haben einiges gefunden. Und jetzt werden wir uns hier drin mal ein wenig umschauen. Das ist schön. Kann man hier irgendwas mit dem Schuh machen? Können wir den mitnehmen oder so? Können wir hier irgendwo. Ah, was ist das? Es ist etwas, was ich, glaube ich, jetzt nicht I mitbekommen need to find this wollte. Thomas guy and get the hell out of here. Ich will nicht den Dialog unterbrechen. Ich wollte eigentlich hier aus dem Bild rausgehen. Ja, toll. Musste die gerade jetzt was sagen? Ist denn hier noch irgendwas, was wir angucken können? Man muss ja jetzt immer alles doppelt und dreifach angucken durch diese Geistersicht. Okay, also da finden wir jetzt nichts. Schade, dass hier keine Karte vorhanden ist. Ich guck mal, aber ich denke mal, wir werden da wahrscheinlich nicht durchkommen. Nee, können wir da noch rum? Auch nicht. Hello? Anyone? Thomas? You there? Da ist was. Frühling, Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quellen der Vorväter, ein literarischer Bestseller von Johanna Schmilewska oder so. Leser fragen, Experten antworten. 10 Nähtechniken für modische Röcke. Okay. Was stand? Achso, das war jetzt nur rotieren. Kann man das so rotieren, dass ich mir das richtig rum angucken kann? Ja, kommt aber trotzdem das Gleiche raus, weil es sieht eher aus, als ob da jemand entführt worden ist oder so, keine Ahnung. Nochmal schnell mit der Geisteransicht untersucht. Man weiß es ja nicht. Okay, hier ist anscheinend nichts. Reisen mit Stil, Reisen mit Komfort. Das ist schön. Kann ich das nicht eben noch nehmen? Nichts mit der Ansicht, okay. Ah, was haben wir denn hier? Da oben ist doch was, was ich sehr nett finde. Okay. Das Entlein, polnische Legenden, der Drache von Wawel. Warum fallen meine Zähne aus? Zurück zur Schule, Spiele und Kreuzworträtsel und noch vieles mehr. Ja, nicht sehr sehenswert, aber ich finde, man sollte sich alles mal angucken, was es so gibt. So. Ich bin hier. Wo bin ich? Achso, hier unten bin ich. Okay. Lobby. Da ist eine Treppe, die ist aber kaputt. Und ich würde quasi in den weißen Bereich links gehen. Keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Dayroom. Okay. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich überhaupt hingehen muss. Ich bin jetzt so clever und, und habe jetzt nebenbei mal eben ein Foto gemacht davon, während ich hier am Reden war. Und hoffe, dass ich mir das unterwegs dann nochmal angucken kann, wenn ich nachher total verzweifelt hier in der Gegend rumeiere. Okay, kann ich dahinter? Das ist, ich will irgendwie gar nicht so wirklich in die Anderswelt gucken, weil ich immer denke, dass da gleich irgendwas hervorgesprungen kommt. Okay, das hat mir jetzt nicht allzu viel gebracht, hier hinter zu laufen. Moment, halt. Wieso konnte ich das von der anderen Seite aus nicht angucken? So, was haben wir da? Hotelregister. Kowalski, Brunon, Smog, Halina, Maurer, Victoria und Zelazzo, Boris. Wer auch immer die jetzt sein sollen. Ist hier irgendwas? Ach so, Moment. Hier, where is Mike Enslin? I feel so, keine Ahnung. Sinners be damned. Ja, das Offensichtliche sehe ich oft nicht. Dass ich das jetzt überhaupt gesehen habe. Fuck me. Okay. Stay in the lines.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Muss ich jetzt in den Linien stehen bleiben? Ich weiß nicht, worum es geht. Eieiei. Ich versuche das Ganze immer noch mit Humor zu nehmen, aber es ist schon teilweise. Kann man hier was ansehen? Oder kann ich mir das nur so ansehen? Nö. Der Star des Bolschoi-Theaters, Vivienne, das Niva-Volksrestaurant. Okay. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass wahrscheinlich irgendwas passiert oder ich irgendwo. Oh, ich mich jetzt erschrocken. Das ist meine eigene Reflexion gewesen, Mann. Tolle Zeit am See. Ja, das ist schön. Die Spinnenweben, die ich hier sehe, eher nicht. Bereiten mir Unbehagen. Beförderung. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen. Aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich. Ich bin der neue Stabschef. Das könnte es wirklich sein. Ein neuer Anfang. Eine Heimat. Für uns, meine ich. Du, ich, die Kinder. Ich weiß, es klingt verrückt, aber denk darüber nach. In ewiger Liebe, F. Ja. Achso, das konnte ich jetzt auch nicht mit der Kraft angucken. Ich denke mal, ich will einfach zu viel mit der Kraft angucken, was gar nicht möglich ist. So. Ja. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Soll ich zur Klingel? Weil da hinten steht X. Ich weiß nicht. Startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But
they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh yeah! The second floor! We can look there! Come on! Hurry, Marianne! Wait! I can't go that way! Damn. I need to get up there somehow. Okay. Ja. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der Aufzug, den ich gerade sehe, funktioniert. Might as well see if it works. Vielleicht auch doch. Was hat jetzt gesagt? Oberstes Geschoss, erste oder zweite Etage? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das sind so Kleinigkeiten, da höre ich gar nicht zu. Sadness. I wished I knew her real name. Ich finde es ein bisschen... Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Drücke und halte B für ein auskörperliches... B, da. Ereignis, Erlebnis, was auch immer. Okay, also dann bin ich nur in der Geisterwelt. Okay. Warum blenden die da nicht das oben aus? There, a fuse box. Need some energy to spark it up. Okay. Gotta move fast. Ja, ja, machen wir, machen wir. Kommt man hier weiter? Anscheinend nicht. Ich denke mal, der Blick in die... Nee, dann ist sie nur oben. Das war mir schon klar, dass das jetzt Blödsinn ist. Kann ich hier links runter? Ja, komm. Da nicht. Hä? Oder kann ich das jetzt... Moment. Halte B zurück zum Körper. Ach so. Nee, klappt doch immer noch nicht. Wieso sollte ich denn jetzt zurück zum Körper? Hä? Gehen wir nochmal raus. Okay. Sobald ich da drauf drücke. Aber das ist doch das hier, oder? Da müssen wir doch so einen Schub reinmachen. Aber sie hat ja auch gesagt, sie muss was finden. Also ich denke mal, dass ich das dann immer neu finden muss. Aber wieso kann ich dann hier nirgendwo rum? Da ist überall Wasser. Moment, geht's hier runter? An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Ich sehe übrigens gerade... Sie ist irgendwie voll aufgelöst. Kann das sein? Sie sieht aus wie Haut und Knochen, wie so ein Skelett. Ach ja, gerade ich, die keine Ahnung hat, wo sie hin muss. Gerade ich muss jetzt hier einen auf schnell machen. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Uh-oh.
Hat das zu lang gedauert? Kehre zu deinem Körper zurück, bevor deine Seele verschwindet, indem du B drückst. Ja, toll. Ich dachte, ich soll jetzt den Weg wieder zurücklaufen. Oh. Trifft Trauer im zweiten Stock. Das heißt, ich muss den ganzen Kram jetzt nochmal machen mit dem Aufzug hier, ja? Hey. An elevator. Might as well see if it works. Okay. Im zweiten Stock, haben sie übrigens gesagt. Jetzt habe ich es mal gelesen. Sadness. I wished I knew her real name. Gut, dann weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Und was ich machen muss. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Ja, komm. Let go. Okay. Ja, ich muss mich an beeilen. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Okay, jetzt sieht sie nämlich normal aus und eben sah sie so kurz vorm Verrecken aus, sag ich mal. Jetzt löst sie sich ja auch schon so ein bisschen auf. So. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht nochmal holen. Perfekt. Ha! Okay. Also schätze, wir müssen das dann nochmal machen. Aber ich denke mal, das können wir dann auch in Ruhe machen. Da oben ist was. Moment, was ist das jetzt? Jetzt kann ich da nicht mehr hin, oder wie? Die ist jetzt da hochgelaufen anscheinend. Ach so, ja klar, ich kann da nicht hin. Okay. Kann ich denn da die Treppe hochgehen in der realen Welt? Das sieht so komisch aus. Und bin ich jetzt überhaupt richtig? Also ich habe jetzt extra auf den zweiten Stock gedrückt. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die jetzt da gar nicht richtig ist, dass die gar nicht im zweiten Stock ist. Wieso komme ich hier links nicht rum? Treppe runter können wir auf jeden Fall nicht. Okay, die Werke des international angesehenen Künstlers Richard Tarkowski zum ersten Mal im Niva Resort. 14. Juni bis 30. Juli 1982. Oh, da war ich noch nicht ganz ein Jahr alt. Okay, das Gute ist, runterfallen können wir nicht. Moment, hä? Gerade war da doch keine Barriere, wo ich hier war. Wenn ich jetzt runtergehe, geht die dann weg, oder wie? Tatsache. Hä? Wenn ich hingehe... Okay, eine Schockwelle kann ich hier auf jeden Fall nicht machen. Also entweder sehe ich hier echt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Können wir hier denn nicht die Schockwelle nochmal reinsetzen? Sie sagt jetzt nicht. Moment, da ist eine Tür, aber da kommen wir jetzt auch nicht hin, oder? Also, sie sind hier.
Das ist jetzt da in der Nähe von der Treppe. Moment, First Floor. Wieso bin ich jetzt im ersten, obwohl ich auf den zweiten gedrückt habe? Warum ist der jetzt nicht weitergefahren? Hä? Nee, oder? Wieso ist der denn in den ersten gefahren, obwohl ich auf den zweiten gedrückt habe? Okay. Now where did she go? So, sehr schön. Hier kommen wir jetzt gar nicht weiter. Nicht so schön. Da sind noch Spuren. Ah, okay. Huh. What is that? Sadness? Auf jeden Fall ist sie da hinten. Okay. Not getting through here. Okay. Ich habe nichts. Ja, wofür nichts? Scheinbar muss man da irgendetwas benutzen. Keine Ahnung. Okay. Holy shit. Okay. Didn't even know I could do that. Ich habe jetzt gerade panisch alle Tasten gedrückt irgendwie. Okay, also rechts oben, R1. Damit mache ich dann ein Geisterschild. Hier war sie aber anscheinend auch schon mal. Ich möchte jetzt nicht nochmal sterben, bitte. Das heißt, ich muss mich was beeilen. Ah, ein Schlüssel. Ja, ja, nimm mit, geh zurück. Ach so. Kann ich auch so machen, ne? Okay. Schauen wir da oben nochmal oder gehen wir erstmal hier unten? Ich würde sagen, erstmal hier unten, weil ich denke mal, wir müssen sowieso gleich noch weitergehen. Ich möchte gerne den Schild machen. Okay. Okay, den brauche ich anscheinend doch nicht. Gut, schauen wir erstmal hier rein. Da geht's eventuell weiter. Dann gucken wir erstmal hier. Ich denke mal, sie ist da reingegangen, oder? Da ist ein Loch. Okay. Ja. Bringt mich jetzt auch nicht so wirklich weiter. Das heißt, wir müssen wohl auf jeden Fall links rum. Das ist nicht gut. Ja. Können wir da von der anderen Seite aus rein? Ne, das ist jetzt wieder... Ne, das ist ein anderer Raum. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Okay. Looks like the only way. Great. Ja, ich find's auch nicht so prickelnd. What the fuck was that? Ja, ich schätze, damit könnte das was zu tun haben. This room.
it feels cold. Memories of grief, loneliness. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Okay. Ah, sunflower, weary of... Oh, Mr. Ja, das wollen wir jetzt nicht nochmal. Da ist noch was. An old prescription. I know these drugs. All too well. Fallgeschichte. Bei Ursula Rostkowski wurden Depressionen, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks, bitte. 6-mal auffüllen. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Da wäre ich aber wahrscheinlich dann auch depressiv geworden bei so einer Behandlung. Also. Ah, das sieht gut aus. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ich habe nichts. Mhm. Muss ich da Blumen reinstellen oder so? Moment, kann ich die Blumen nehmen? Ah, sunflower, weary of time. Oh. Er redet zumindest von Sonnenblumen. Die Frage ist, ist das des Rätsels Lösung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gerade ein bisschen kompliziert hier, so mit zwei Bildschirmen in Anführungszeichen. Was haben wir denn hier? Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach, fürchte ich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich will. Wie gesagt, was gesagt werden muss. Denn allein... Oh, das ging schnell. Denn allein der Gedanke, jemanden das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Ursula, meine liebste Ursula, diese letzten Monate war mein Herz mit Freude erfüllt. Zu wissen, dass du für mich da bist, zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann es nicht mehr sein als das, Freundschaft. Nahe, rein, wahrhaftig, aber niemals mehr. Bitte versuche mich zu verstehen, das ist nie leicht für mich, ja. Jemanden so nahe zu sein, so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert. Auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der die Freude und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein, aber das bin ich nicht. Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir. In ewiger Freundschaft, RT. Ja... Idiot. Useless old hag. Schlaftabletten. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Ja. Kann man das nicht einfach mitnehmen? Na gut. Hier kommen wir nicht weiter. Ich würde aber auch ungern die Folge so extrem lang ziehen. Hier sind wir runtergekommen, ne? Können wir hier noch was machen? Gibt's hier in der Geisterwelt irgendwo Blumen oder sowas? Wenn es denn wirklich eine Blume ist, ich weiß es ja. Oh, Moment. Oder ist das jetzt heller erleuchtet? Ne, ist immer noch so schwach, ne? Ja, ist immer noch so schwach.
Moment, was ist da? Da leuchtet was, aber ich kann es nicht nehmen. Das ist wahrscheinlich dann das von eben, ne? Ach so, ich kann hier unten rausgehen. Sind hier vielleicht irgendwelche Blumen oder so? Ich weiß ja nicht, ob man wirklich Blumen reintun muss. Ich meine, der Verdacht liegt natürlich nahe. Oh, shit. This is falling apart. Looks like I'm in for another dive. Kann ich hier was machen? Is that skin? Okay, wenn sie jetzt was hätte, womit sie das aufschneiden könnte, dann kämen wir da durch. Die Frage ist jetzt nur, womit kriegen wir jetzt hier? Oder ich muss, ach, ich muss das wahrscheinlich absorbieren, damit ich dann da durchkommen kann. Weil jetzt hier shit, das Badezimmer, Moment, ist hier was? Trauriges Schwesterlein. Hm. Okay. Ich hier durch? Nee, ne? Ja, ich will jetzt die Folge auch nicht so lange hinziehen, weil wir sind jetzt schon weit über eine halbe Stunde. Ich sehe jetzt allerdings auf Anhieb auch nichts, was mir jetzt hier irgendwie weiterhilft. Das kann ich auch nicht irgendwie benutzen. Ich würde sagen, dass wir ihm die Blume klauen, aber das scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren. Kann ich ihn irgendwie absorbieren oder so? Kann ich auch nicht. Das nehmen kann ich auch nicht. Ja, also da das doch noch ein bisschen länger dauern wird und ich dann hier nochmal alles in Ruhe durchgucken muss, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und ich eventuell offline nochmal hier komplett die Runde drehe. Ja, und dann mal schaue, ob ich nicht doch noch irgendwas finden kann, weil hoch können wir ja nicht mehr, so wie ich das verstehe. Absorbieren können wir es nicht so einfach. Ich denke, das hat irgendwas mit dieser Blume, mit dem Typen zu tun. Ich weiß es nicht, weil die halt noch da sind. Aber ja, das müssen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge rausfinden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!